Der weststeirische Künstler Robert Wilfing ist längst kein Unbekannter mehr in der Kunstszene. Materialien wie Stein, Leinwand und Farbe wurden von Robert Wilfing bearbeitet. Auch Metall scheint ihm nicht fremd. Diese Skulptur aus Metall ist etwas Besonderes. Ja, das Stück ist wirklich was ganz Besonderes, denn ich musste ziemlich alt werden, bis ich einen Mäzenas gefunden habe, der mir eine Plattform zum Bespielen gegeben hat, der mir die Möglichkeit, eigenes Material einer Firma und handwerkliche Schutzengeln beigestellt hat, wo ich wirklich mich als Künstler ausleben durfte. Nun befinden wir uns in der Stadthalle in Graz. Active Art steht auf dem Programm. Was genau ist Active Art? Active Art ist ein Teil oder ist das der Überbegriff für meine künstlerischen Tätigkeiten des letzten Jahrzehntes, wenn man so will. Und beinhaltet ist es eine ziemlich umfangreiche Möglichkeit, sich künstlerisch zu artikulieren. Woher kommt die Inspiration, um Active Art zu erstellen? Na gut, die Inspiration, die sollte kommen, wenn die Musik aktiv wird. Was passieren wird, kann ich nie und nimmer voraussagen, weil das ist eben geschieht aus der Spontanität, aus dem Augenblick und aus dem Moment, der dich dann beflügelt, Farbe auf Leinen zu fixieren. Lassen wir uns von Robert Wilfing überraschen, wie das heutige Kunstwerk zustande kommt. Gibt es einen Glückwunsch für Künstler? Und ich würde einfach sagen, toi 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 für die Zukunft. Zahlreiche Gäste bestaunten den Künstler bei der Arbeit. Musik und Fantasie lenkten die Farben an die gewünschte Position. Unbeirrt der vielen Schaulustigen wurde aus der weißen Leinwand ein schönes Objekt, das farbenprächtig Kraft ausstrahlt. Heute durften wir zu Gast sein, als Robert Wilfing Active Arts präsentierte. Lassen wir uns überraschen, was er uns beim nächsten Besuch zeigen wird.